Hi Leute, herzlich willkommen zum neuen Video auf Motava 10. Heute geht es mal wieder um die Grafikkarte. Die genau hier rein soll. Hier direkt unter dem Schriftsatz seht ihr die PCI Express Steckplatz für die Grafikkarte hier oben. Und hier unten ist noch eine. So, und das ist die Grafikkarte, die da reinkommen soll. Das ist die ENGTX. DC Top. So, mit 1 GB DDR5 RAM. Die hatte ich ja von Asus zur Verfügung gestellt bekommen. Zum Einbauen und Testen. Ich habe sie natürlich schon angetestet. Ich hatte sie auch schon mal eingebaut. Aber die Frage war ja auch für euch, die vielleicht noch nie eine Grafikkarte ausgetauscht haben, wie macht man das eigentlich? So, das ist das gute Stück im Originalzustand. Hier seht ihr das Mainboard des M4A89 TD Pro, auch im Originalzustand. Und die Grafikkarte kommt jetzt da rein. Und wie immer gilt, Stecker raus und Erden nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig. So, als erstes mal von der Seite. Beim Aufbauen der Kamera ist mir übrigens aufgefallen, dass es ziemlich schwierig ist, das Ganze richtig bildlich festzuhalten. Das war eben mein Knie. So, hier unten. Na, wo haben wir es? Spiegelverkehrt, da, genau. Das hier. Was ihr hier seht. Was ihr vielleicht davor nicht vergessen solltet, ist das Erden, damit es hier zu keinerlei Schäden kommt. Hier unten, das muss hier rein. Das ist der obere PCI Express 16er Steckplatz. Und eine Besonderheit noch, na, wo ist er denn? Die Grafikkarte geht über 2 Slots. Hier unten sind die Anschlüsse und hier oben ist das Lüftungsgitter für den doch ziemlich großen Lüfter, den ihr hier seht. Und eigentlich ist das Ganze mehr oder weniger einfach. Man setzt die Grafikkarte jetzt nur so ein, schaut auf der Rückseite, dass die Anschlüsse richtig draußen sind und dann drückt man das Ganze rein und zwar so, dass man hört, dass es einrastet. Ich versuche jetzt nicht zu atmen und ihr versucht mal zuzuhören. Gehört. So, die sitzt jetzt auch schon fest und muss jetzt nur noch hier vorne mit der Schraube, die natürlich dabei war, festgeschraubt werden. Und da das aus dem Winkel vielleicht nicht ganz so toll zu sehen war von euch aus, versuche ich es jetzt nochmal vom anderen Winkel. Bis gleich. So, jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive. Das gleich nochmal von vorn. Leute, die eigentlich wissen, wie das funktioniert, ihr braucht euch das jetzt nicht ständig immer wieder anzugucken. Ich mache das Ganze aber trotzdem für die Leute, die sich darunter nicht so viel vorstellen können. Also, das hier ist die Front der Grafikkarte. Das kommt nach hinten, auch wenn eine Front in der Regel nicht nach hinten kommt. So, und das hier ist der Anschluss. Hier diese kleinen goldenen Kontakte. Und die müssen hier oben in den Slot rein. So, wie setzt man das Ganze an? Ihr guckt hier, dass diese beiden Laschen, so vielleicht besser zu sehen, na, da sieht man sie, diese beiden Laschen müssen innerhalb des Gehäuses sitzen. So, das heißt hier hinten, hier so reingehen, überprüfen, dass die Laschen innerhalb des PCs sitzen und da es eigentlich auch nur eine Möglichkeit gibt, diese Grafikkarte richtig anzustecken, weil, schaut mal ganz genau hierher, bei dem PCI Express Steckplatz ist es so, es gibt hier vorne so ein paar Steckplätze und hier gibt es eine Einkerbung. Und genauso ist natürlich auch der Steckplatz im Gehäuse aufgebaut. Das heißt, die Einkerbung ist hier. Also kann man auch ganz genau sehen, wo die Grafikkarte rein muss. So, nochmal von vorne. Also wie gesagt, das funktioniert schon alles von allein. Die beiden Laschen sind jetzt schon innerhalb des Gehäuses. Jetzt könnt ihr erstmal nur vorne raufdrücken.
sachte, aber bestimmt. So, und ich versuche mal wieder die Luft anzuhalten und ihr versucht zuzuhören. Das war's schon. Mehr passiert da nicht und mehr Druck muss man auch nicht aufbauen. Das Ganze wird jetzt hier vorne, sieht man das überhaupt hier so, da, jetzt noch mit dieser kleinen Schraube befestigt, damit es so ein bisschen unter Spannung steht. Ihr müsst hier natürlich nachher euren Bildschirm hin einstecken und damit dann die Grafikkarte nicht ihren Platz verlässt, wird die halt mit so einer kleinen Schraube festgemacht. So, ich hoffe, das ist euch, ja, ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich ausdrücken wollte. Wenn nicht, schreibt mir einen negativen Kommentar runter, dass ihr nicht verstanden habt, worum es hier eigentlich geht. Ich freue mich natürlich aber auch genauso sehr eigentlich noch mehr über positive Kommentare, dass ihr jetzt wisst, wie man eine Grafikkarte austauscht. Immer noch wichtig, nicht, dass ihr nicht vergesst. So, und wie bereits erwähnt, muss ich jetzt hier vorne diese kleine Schraube angebracht werden, damit die Grafikkarte zwischendurch nicht ihre Position verlässt. Und ein paar werden es vielleicht schon gemerkt haben, hier fehlt noch was. Die Grafikkarte hat nämlich einen eigenen Stecker, eine Stromversorgung, der ist hier. Und der zugehörige vom Netzteil, der dazugehörige Stecker vom Netzteil ist hier. So, wie viel Druck braucht man jetzt hier? Eigentlich auch nur sehr wenig. Das Einzige, was ihr jetzt machen müsst, ihr müsst diesen Stecker hier reinstecken. Ich versuche wieder nicht zu atmen. Achtung. So. Und auch mehr Druck ist jetzt nicht aufzuwenden. Und das war's auch schon. Das nächste ist dann natürlich die korrekte Installation. Das heißt, Windows 7 wird jetzt beim Hochfahren automatisch die Grafikkarte entdecken. Und Standard VGA-Treiber laden, dann einfach die dazugehörige CD oder DVD nehmen und die richtigen Treiber installieren. Und falls da Probleme gibt, da gibt es demnächst ein anderes Video zu. Okay, bis dann, danke fürs Einschalten, wir sehen uns, tschüss, euer Mutara 10.